Macht Coaching eigentlich wirklich Sinn? Und gerade in den letzten 2 Jahren ist das Thema Coaching richtig hochgeploppt. Und jeden Tag steht wieder ein neuer auf, der am Ende des Tages dir erzählen will, hey, das ist der heilige Gral. Und genau da liegt auch der Hase im Pfeffer. Schauen wir uns das mal gerade ein bisschen genauer an, denn eine Sache ist besonders wichtig. Was heißt eigentlich Coach und Coaching? Es ist eigentlich im übertragenen Sinne nichts anderes als Training. Das heißt, du hast einen Trainer und nimm dir mal eine gute, exzellente Champions League Fußballmannschaft. Die haben auch einen exzellenten und guten Trainer. Ja? Weil, hey, die können auch alle Fußball spielen. Die wissen auch alle, wie es funktioniert. Also eigentlich könnten die sich doch alleine aufstellen. Eigentlich könnten die doch auch von ganz alleine gewinnen. Warum brauchen die denn überhaupt einen Coach? Und genau das ist der wichtige Punkt. Nämlich Nummer eins, der Coach, der sorgt einfach dafür, dass er das, was du machst, aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Der sieht dich auch, wie du arbeitest, also was du tust, wie du es tust. Ja, und der hält auch den Finger in die Wunde. Der hat auch im besten Fall das System, also das Spielsystem, dein System, deine Strategie, deine Taktik, wie du eben Objekte akquirierst, wie du Immobilien einkaufst, also die richtigen Aufträge machst und wie du Immobilien wirklich sehr gut top, auf einem Top-Niveau auch verkaufen kannst. Und genau das ist das, was ein guter Coach auch letztendlich kann. Und im besten Fall ja, hat er auch selber die Erfahrung gemacht. Nicht jeder Champions League-Trainer ist auch gleichzeitig ein Bundesligaspieler gewesen oder selbst Champions League-Spieler gewesen. Kann von Vorteil sein, ist durchaus von Vorteil, muss aber nicht entscheidend sein, weil nicht jeder, der Champions League gespielt hat, ist auch gleichzeitig ein Champions League-Trainer. Weil es eine komplett andere Basis, eine komplett andere Ebene ist. Also Leute anzuleiten und ihnen erklären zu können, wie etwas funktioniert, ist ein ganz besonderes Level und auch eine ganz besondere Fähigkeit. Ja? Das ist mal das eine. Also ein Coach ist in der Lage, dir die Dinge so zu vermitteln, dass du sie verstehst und dass du sie am Ende des Tages auch umsetzen kannst. Und ein gutes Training hat immer den Zweck und das Ziel, dass du es in der Praxis auch wirklich anwenden und umsetzen kannst. Und ein Coach, ein guter Coach, hat überhaupt gar nicht die Absicht, dass du irgendwie jetzt für ihn Objekte vermittelst oder eine versteckte Absicht im Hintergrund, sondern es geht um das reine Coaching und dafür bezahlst du ihn. Und am Ende des Tages muss sich jeder Coach an den Ergebnissen seiner Kunden messen lassen. Und genau das wirst du in diesem Video gleich hier auch erfahren. Ich will dir aber noch eine Sache dazugeben, und zwar die Tatsache, dass, schau, das, was du online finden kannst, ja, online, ist 95% Oberfläche, ja. Also das heißt, wenn du die ganze Zeit dich nur im YouTube oder auf Facebook oder sonst wo und oder auf Seminaren rumtreibst, dann holst du dir nur Tipps an der Oberfläche, ja. Das sind einfach oberflächliche Dinge, die aber nicht tief in deine Praxis eintauchen. Und das ganz Wichtige dabei ist, dass du diese Schnittmenge hier, ich sag mal hier diese 5% am Ende des Tages, ja, das ist das, das sind wirklich entscheidende, also das heißt die Dinge, die dich entscheidend, ja, entscheidend nach vorne bringen, ja, die dich in deinem Unternehmen auf das nächste Level bringen. Und das ist etwas, was es nicht umsonst gibt, ja, sondern das ist etwas, was du dann auch bezahlen musst, genauso wie der Verkäufer dich bezahlt dafür, dass du ihm seine Immobilie verkaufst oder der Käufer dich bezahlt, dass du ihm eine Immobilie vermittelst. Ja, das machst du ja auch nicht umsonst. Ja. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und damit du einen kleinen Einblick in meine Arbeit bekommst, ja, kannst du jetzt einfach dranbleiben und dir mal anschauen, was meine Leute, was meine Coaches über mich erzählen. Film ab. Hallo Heinz, warum bist du Coach?
weil das, was ich mache, ich liebe es einfach. Ich liebe es, anderen Menschen einen Weg zu zeigen, zu helfen und dann zu sehen, dass sie das, was ich in über 30 Jahren erfahren habe, gelernt habe, viele Fehler, die ich gemacht habe, sie davor schützen kann, die gleichen Fehler zu machen und dass sie mir dann das Feedback geben, dass es klappt. Das ist für mich das Schönste, was es gibt. Also wenn du als Immobilienmakler das nächste Level erreichen möchtest, dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, dich bei Bosbach Consulting einzuschreiben und das Coaching mitzumachen. Heinz Bosbach, in den 15 Jahren, in denen ich Immobilienmakler bin, bisher der beste Immobiliencoach ist, den ich erleben durfte. Warum? Weil es einfach eine sehr große Stütze ist für Unternehmen, Unternehmer, die sich gerade eben aufbauen wollen und noch gar keinen Plan haben, wie man geschäftstüchtig ist. Daher Bosbach Consulting. Für Bosbach Consulting sollte man sich entscheiden, wenn man wirklich als Immobilienmakler durchstarten will, weil man kriegt von der Grundlagen über die Prozesse, ist das alles wirklich, wie es immer so schön heißt, eine Blaupause. Er hat mir in meinem Daily Business Klarheit verschafft. Ich konnte aufgrund seiner Systeme gewisse Strukturen in meine Firma mit einbauen, die mir dabei helfen. Das, was mir wichtig ist, dass ich dann Ansprechpartner habe, wenn ich dann mal eine Fachfrage habe und einfach die kontinuierliche Weiterentwicklung und lass mir da auch mal jemanden mal in den Hintern tritt. Bei Bosbach Consulting gibt es eine strukturierte Anleitung. Und Unterstützung vor allen Dingen. Nicht nur eine theoretische Anleitung, sondern eine praktische Unterstützung, um die Probleme, die jeden Tag im Business sind, lösen zu können. Ich bin im Coaching, weil ich was bewegen möchte, weil ich meine Firma voranbringen möchte und weil ich endlich Unternehmer sein möchte und nicht mehr nur selbstständig. Ja? Was es mit mir gebracht hat, ist die Erkenntnis, aufzuwachen und ins Tun zu kommen und ins Handeln zu kommen, um jetzt in den nächsten Schritten die konkreten Dinge umzusetzen, die anstehen. Ich bin total hellwach die ganze Zeit. Also ich finde das Seminar dieses Mal wieder großartig. Es gibt unglaublich viel Energie. Die Stimmung ist toll, der Austausch ist gut unter allen Beteiligten. Es gibt wieder viele neue und tolle Impulse. Und ich freue mich schon auf das nächste Seminar.